Wir sind im Palazzo zu Liestu. Die Ausstellung «Im Streiflicht» fängt an. Bei uns ist der Herr Tobler aus Bern. Letztes Jahr, Herr Tobler, seid ihr hier mit Zeichnungen. Es war ein Sammelsurium von Zeichnungen. Das Mal ist es ein Sammelsurium von Malerei. Woher kommt der Wechsel und was ist euer Ansatz, die Bilder auszustellen? Zuerst muss ich sagen, ich habe noch einen Co-Kurator, den Massimiliano Madonna. Wir machen das gerne zusammen. Als wir die Zeichnung gezeigt haben, haben wir Freude an der Vielfalt der Zeichnung. Es ist kein Sammelsurium, sondern es sind eben ausgewählte Sachen. Das ist hier wieder der Fall. Der Untertitel der Ausstellung heisst «Oder die Lust an der Malerei». Wir haben Lust an der Malerei. Wir haben Lust an der Vielfalt der Malerei. Und zwar nicht im Sinn von einer These, die wir verfolgen, sondern im Sinn von Sinnlichkeit der Malerei. Und die kann sich ganz vielfach äußern. Spröd, auch das kann sinnlich sein. Knallig, abstrakt, gegenständlich. Es gibt alle Möglichkeiten und wir wollen eigentlich nichts in dem Sinn theoretisch ausschließen, sondern wirklich dazu fordern, zu schauen, umzustreifen mit dem Blick, wegen dem heisst es im Streiflicht. Wie kann man sich das vorstellen? Ihr habt ja eine Auswahl von Bildern und von Künstlerinnen und Künstlern. Und zuletzt müsst ihr euch ja entscheiden. Es ist doch irgendwo ein Ansatz da von etwas, das durch die Ausstellung durchführt am Schluss. Das ist eure persönliche Interpretation von Malerei. Darf ich das so sagen? Kann man so sagen. Wir gehen sehr intuitiv vor. Der Massimiliano Madonna macht eine Liste, ich mache eine Liste, unabhängig, wir reden nicht darüber. Dann tun wir die abgleichen, dann haben wir zu zwei Drittel meistens die gleichen Namen. Und dann tun wir da noch darum umgruppieren, im Sinn von Konstellationen zu schaffen, wo wie Spannungen können auftun können. Spannungen zwischen Haltungen, aber vielleicht auch plötzlich sehen wir Übereinstimmungen, wo wir die Leinwand von Vivian Sutter aus Guatemala haben aufgehängt, hat der Rhein Zecker mit seiner Atelierband plötzlich gesagt, das Bild könnte fast von mir sein, vom Duktus und von Tonalität. Das haben wir vorher nicht gewusst. Das ist schön. Also gibt es durchaus Spannungsfelder, wo durch das Aussuchen von dieser Ausstellung zustande gekommen sind und die öffnet. Jetzt habt ihr aber auch schon fast physikalische Ansätze, nämlich diese sind Bilder, wo etwas ganz Spezielles gemacht worden sind damit. Könnt ihr uns das kurz erklären? Das ist eine Bildergruppe vom Kotscher Geist. Die ist installativ eingerichtet. Das ist auch eine Premiere für den Künstler. Das sind Bilder, gegenständliche, ausgehend vom Eindruck von einer Norwegen-Reise. Schon das gibt ganz, ganz viel Eindruck. Er hat experimentell sich überlegt, wie kann ich von diesen Bildern sozusagen den Farbdurchschnitt nehmen und ein neues Bild machen. Also hat von jedem Bild aufgrund von einer digitalen Fotografie hat der Computer mit einem Programm, das ich natürlich nicht kenne, den Schnitt der Farbwerte von einem Bild herausgerechnet und hat das nachher umgesetzt als monochrome Malerei. Das sieht aus wie eine konkrete Malerei, geht aber zurück auf Eindruck von Norwegen. Das Ganze ist eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung, das muss ich sagen. Und im anderen Raum ist noch etwas aus Berlin, eine Serie von Bildern, die sehr interessant sind. Tut ihr mir noch einmal erklären, wie der Maler zu diesen Bildern gekommen ist? Das ist ein Archiv an der Wand vom Uwe Wittur. Es sind rund 40 bis 50 kleinformatige Aquarelle, meistens rötlich, fast ein bisschen blutig, könnte man meinen. Die Bilder, die man dort sieht, das sind Bilder, die es echt gar nicht mehr gibt. Das ist merkwürdig, wir sehen Bilder, die wir gar nicht eigentlich sehen könnten. Der Grund ist der, dass sie alles Bilder, die nach dem Krieg sind, noch in einem Bunker in Berlin verbrannt sind. Erhalten geblieben sind schwarz-weiß Fotografien
Und aufgrund von denen hat nach der Uwe Witter eine gewisse Systematik in seinen Serien. Aufgrund von diesen Schwarz-Weiß-Fotografien hat er nachher die Aquarelle interpretierend gemalt und sagt auch, das geht nicht nur um Bilder. Es geht darum, wenn man sagt, Bilder haben Schicksal, kann man an dem Schicksal der Bilder auch das Schicksal der Leute ablesen. Es hat Leerstellen, es hat eben Blut eigentlich. Das ist das, was den Leuten in Berlin und im Krieg alles passiert ist. Das Ganze ist eine sehr spannende und sehr vielfältige Ausstellung über die Malerei, die ich nur empfehlen kann, dass man die in den nächsten Wochen schauen kann.